Die Diagnose Darmkrebs kann schlagartig das Leben verändern. Entscheidend für das Überleben ist das Stadium, in dem der Tumor erkannt wird. In frühen Stadien kann der Tumor vollständig durch eine Operation entfernt werden. In späten Stadien kann der Einsatz einer Chemotherapie oder einer Bestrahlung notwendig werden. Wenn man von Darmkrebs spricht, dann handelt es sich in der Regel um einen Krebs im Dickdarm oder Enddarm. In den allermeisten Fällen entsteht Darmkrebs aus Wucherungen der Schleimhaut. In der Medizin bezeichnet man die Schleimhautwucherung als Polypen. Eine Möglichkeit zur Vorbeugung stellt die Darmspiegelung dar. Bei ihr werden auffällige Polypen frühzeitig entfernt. Welche Beschwerden verursacht Darmkrebs? Am Anfang macht Darmkrebs häufig gar keine Beschwerden und kann deswegen lange unerkannt bleiben. Bei einigen Patienten treten jedoch Bauchschmerzen oder Veränderungen der Stuhlgewohnheiten auf, zum Beispiel Durchfall oder Verstopfung. Weitere Anzeichen für Darmkrebs können ein schwarzer oder sehr dunkler Stuhlgang sein. Im fortgeschrittenen Stadium können Gewichtsverlust, Übelkeit und Appetitlosigkeit auftreten. Bitte lassen Sie sich aber nicht von den einzelnen Beschwerden verunsichern. Viele der eben genannten Symptome können andere Ursachen haben. Meist steckt eine harmlose, sprich gutartige Erkrankung dahinter, zum Beispiel vergrößerte Hämorrhoiden oder eine Darmentzündung. Was sind die Ursachen für Darmkrebs? Darmkrebs entsteht, wenn Zellen der Darmschleimhaut bösartig entarten. Bösartig, das bedeutet, dass sich die Zellen ungehindert vermehren und in das umliegende Gewebe hineinwachsen. Für die bösartige Entartung von Zellen gibt es unterschiedliche Gründe. Neben Umweltgiften, und ja, in diesem Zusammenhang ist Alkohol und Nikotin zu nennen, können auch radioaktive Strahlen zu einer bösartigen Entartung führen. Oft entsteht Darmkrebs aber zufällig, und eine durchaus angemessene Beschreibung ist das Wort schicksalshaft. Normalerweise beseitigt das körpereigene Abwehrsystem bösartige Zellen frühzeitig. Das gelingt aber nicht immer. Insbesondere im Alter häufen sich die Fehler in den Zellen und die Reparaturmechanismen des Körpers werden schlechter. Und genau das ist der Grund, warum viele Krebsarten vor allem bei älteren Menschen auftreten. Das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, nimmt mit dem Alter zu. Die meisten Betroffenen sind älter als 75 Jahre. Bei unter 50-Jährigen ist Darmkrebs sehr selten. Wie ist der Verlauf der Erkrankung Darmkrebs? Darmkrebs entwickelt sich langsam, über viele Jahre. Eine erste, noch harmlose Stufe sind gutartige Wucherungen der Schleimhaut. Sie wissen, dass man diese als Polypen bezeichnet. Die große Mehrzahl der Polypen bleibt klein und harmlos. Bis aus einem Polypen Darmkrebs entstehen kann, dauert es etwa 5 bis 10 Jahre. Wenn sich ein Polyp bösartig entwickelt, besteht das Risiko, dass die Krebszellen tiefer in die Darmwand einwachsen. Schreitet der Tumor weiter fort, kann er sich in andere Organe wie die Leber ausbreiten. Diese Verbreitung von Krebszellen nennt man Metastasierung. Wie die Erkrankung verläuft, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Wenn ein kleiner, örtlich begrenzter Darmtumor im frühen Stadium entfernt wird, sind die Aussichten gut. Die meisten Menschen sind nach der Operation geheilt. Wenn ein Darmkrebs schon fortgeschritten ist, sind die Chancen auf vollständige Heilung schlechter. Wenn sich Metastasen gebildet haben, ist eine Heilung meist nicht mehr zu erwarten. Die Behandlung zielt dann darauf ab, das Fortschreiten des Tumors zu bremsen und trotz Darmkrebs so lange wie möglich eine gute Lebensqualität zu erhalten. Merken Sie sich bitte, obwohl Darmkrebs einen großen Einschnitt im Leben bedeutet, finden viele Menschen mit der Zeit einen Weg, um damit umzugehen und trotzdem ein erfülltes Leben zu führen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann Daumen hoch und teilen. Unser Ziel ist es, Medizin verständlich zu machen. Wenn Sie mögen, können Sie unsere Arbeit unterstützen. Besuchen Sie unsere Website egesund.de. In jedem Fall auf Wiedersehen.